Willkommen zurück zu Alone Cold Winter. Wien ist eine große Stadt und wir haben eine Menge vor uns, nämlich ja, die gesamte Stadt zu erkunden und uns nach Möglichkeit zu notieren. Genau. Kannst du das erledigen, wenn das geht? Ja, wenn das für dich kein Problem darstellt? Dass wir dann wissen, wo wir dann, an welchen Stellen wir dann überall Optionen haben, weiterzumachen. Genau, genau. Ja, gut, ich glaube, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Oder mit einem anderen Penner. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee. Ja, dass man bei diesen Karten immer wieder das Spiel breaken kann, ist ein bisschen schade. Also das ist das falsche Event, das gecopy-pastet wurde. Ja, ja. Gut, das geht hier hinten ja noch ganz schön weiter. Ich werde nicht gerne angestarrt. Starren Sie bitte woanders hin. Ich hab auf jeden Fall... Oh, okay. Verzeihung, ich wollte Sie nicht anstarren. Ich hatte Sie mit einer alten Freundin von mir verwechselt. Sie sehen ihr irgendwie ähnlich. Ich bin es jedenfalls nicht und lassen Sie mich bitte einfach in Ruhe. Ich laufe einfach im Rotlichtviertel rum. Ich wollte gerade sagen, mich, dass ich wollte, mich Leute anstarren. Nee, das ist tatsächlich nicht das Rotlichtviertel. Wir sind ja zurück zum Speicherpunkt gegangen. Naja, aber es ist ja schon alles eine aneinander so ungefähr. Irgendwie schon, aber ich war noch nicht in der Wiener Hauptstadt. Vielleicht ist es ja so. Die ja. Wiener Hauptstadt. Ja, ja, die Wiener Hauptstadt. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Wenn Sie sich für die Politik und für Sport interessieren. Verstehe. Ja, nicht unbedingt. Ich muss dann noch mal weiter. Okay, schade, wir können uns im Kiosk nichts kaufen. Und vielleicht können wir in die Pizzeria, natürlich hat die abends offen. Warte mal kurz. Es ist sogar logisch. Okay, was alles klar. Was? Beachte, es geht nämlich nach links. Und das ist auch richtig so. Das heißt, drinnen ist links die Pizzeria und nicht rechts, weil rechts ist ja das Kiosk. Genau. Darauf wurde geachtet. Sie machen nicht viele Meckerspiele. Die Pizzeria hat schon seit Wochen kaum Gäste. Wir müssen schließen, wenn das so weitergeht. Und das erzähle ich einfach so jemand, der hier reinkommt. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ich bin Polizist und eigentlich nur an Neuigkeiten interessiert. Gibt es in der Gegend vielleicht irgendwo Schwierigkeiten? Ich hab's nicht besonders... Ich hab's nicht besonders mit Zuhören. Ja. Ermitteln Sie etwa in diesem Mordfall? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Mordfälle liegen mir nicht. Das ist mal auch eine Aussage. Nee, so Mordfälle sind nicht so mein Ding. Mich wundert nicht, dass die Gäste in dieser Pizzeria ausbleiben. Die Bedienung sieht gelangweilt aus und die Pizza ist scheußlich. Und trotzdem bin ich hier. Danke für den Hinweis. Klar, er ist ja hier, um die Leute davon abzuhalten, hier hinzugehen, ne? Sobald jemand hier reinkommt, schreit er erstmal, die Pizza schmeckt. Aber genau so ist das. Das sind die Leute, die immer auf den Kanal laufen gehen, um einen zu sagen, wie schlecht doch die Videos sind, aber das trotzdem immer wieder tun. Ist doch schön. Kenne ich sie? Nein, ich denke nicht. Sollten wir uns kennen? Aber ja, Sie sind doch Polizist. Ich habe sie schon einmal gesehen. Dann brauchen wir mit der alten Frau haben wir schon mal gesprochen, aber die alten Frauen sehen wahrscheinlich alle gleich aus. Ich bin Polizist, aber... Sie waren doch in dieser Schießerei verwickelt gestern. Diese Drogenbande. Richtig. Da wurden Fotos gemacht, stimmt's? Es war gestern auch in der Zeitung zu lesen. Das Letzte, was ich jetzt will, ist mit Fremden über diese verdammte Schießerei zu reden. Warte mal, es hieß ja, das war gestern, ja? Du kannst auch nicht gestern in der Zeitung gewesen sein, dann muss es vorgestern gewesen sein, dass es gestern in der Zeitung ist. Tja, die Zeitungen in Wien, die werden einfach mehrmals am Tag aktualisiert. Ja, da braucht man kein Internet, na, das ist die... Ja. Okay, dann... Ich darf mich hier auf jeden Fall nicht verlaufen und du musst mir auch sagen, wenn ich anfange, irgendwas hier war auch noch nicht. Techni's Restaurant. Gehen wir nochmal rein. Hier sind schon ein paar mehr Leute. Oh, hier gibt's Asiatisch, schön. Guten Tag! Bitte nehmen Sie Platz, ich komme gleich zu Ihrem Tisch. Schon gut, ich schaue mich nur mal in der Stadt um. Oh, ein Tourist! Haben Sie schon viel gesehen? Wie man's nimmt. Ich wohne hier, aber ich glaube, es gibt immer wieder viel zu entdecken. Ah, haben Sie recht. Wieso entdecken Sie nicht noch ein bisschen mehr irgendwo? Zum Beispiel unsere kulinarischen Köstlichkeiten. Acht Schätze. Naja, erstmal wollte ich mich hier umsehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich nicht. Sie können dann zu mir nach Hause kommen, da können Sie auch Sachen entdecken. Ich wollte auf jeden Fall gerade sagen, also hier, das ist gerade eigentlich ein gutes Beispiel, wo man tatsächlich wirklich diese Freundlichkeit
Ich meine, eigentlich, wenn ich in ein asiatisches Restaurant eingehe, dann speisen die mich ja nicht so ab. Die werden mir mindestens irgendwie einen Schnaps geben und einen Glückskeks. Selbst wenn ich dort nichts mache. Und wenn ich ein Bulle bin, dann werde ich mir wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Packung Nudeln zubereiten. Ja, das ist tatsächlich, ja. Okay, mit der können wir scheinbar nicht reden, auch wenn es da steht. Da haben wir schon einen weiteren Bug gefunden. Ja. Hallo, Süße. Hallo. Möchten Sie sich vielleicht zu uns setzen und etwas mit uns trinken? Nein, danke. Ich glaube, Ihre Freundin hätte sowieso etwas dagegen. Oh, das ist aber schade. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir irgendwie so wenig bekommen von den Texten, also von den Dialogen. Ja. Ich suche irgendwie noch danach, dass wir irgendwie Quests bekommen, aber ansonsten helfen uns die Gespräche mit den NPCs nicht wirklich weiter. Das war auch gerade so ein Gespräch, ob es jetzt da war oder nicht, war quasi egal. Es hat uns ja mit denen nicht weiter... können wir nicht reden. Kein, ich bin beschäftigt, ich esse gerade. Aber mit dem können wir reden. Ja, und dann hat sie mir ihre Nummer gegeben. Ja, das... Genau das meine ich. Das hat uns jetzt irgendwie nicht so wirklich weitergebracht. Also, vielleicht können wir später nochmal irgendwas machen. Aber wenn, dann hätte ich zumindest schon mal irgendwie diese chinesische Freundlichkeit irgendwie... Oder Gastfreundlichkeit zumindest irgendwie gezeigt. Damit es irgendwie noch einen tieferen Sinn hat, dass man hier ist. Da rechts die Mülltonne. Oh, konnte ich die untersuchen? Weiß ich nicht. Nein. Ja, das. Aber da nicht davor war es, deswegen dachte ich mir da bei Mülltonnen, wir graben noch gerne im Müll rum. Wir graben auf jeden Fall gerne im Müll rum. Oh, Polizeiautos. Ist hier etwa die Polizeistation? Wo er nichts so zu sagen hat. Das ist interessant, ja. Da, Polizei. Eine Pressemitteilung zu den Ereignissen am 15. November. Wir lesen sie mal. 2 Tote bei der Schießerei bei Penzing. Penzing. Am Sonntagnachmittag, 15.11.2015, 14.35 Uhr, lieferte sich die Polizei im Vorort Chesterville Lane eine Schießerei mit einem 35-jährigen Mann, der unter dringendem Verdacht stand, die neue Nebula-Droge zu vertreiben, über dessen Wirkung bislang wenig bekannt ist. Warte mal kurz, und damit wissen wir, wann das spielt, ne? Ja. Das spielt heute und er hat ein Prepaid-Handy. Und generell Telefonzellen und so. Stimmt, das war ja die Frage, die wir die ganze Zeit beantworten haben wollten. Also, jetzt spielst du ja 2015. Also wir dachten, wir müssen wieder Anfang 2000 spielen, weil ja so die auch Prepaid-Handys haben und Telefonzellen rumstehen und so weiter, aber. Das ist jetzt wiederum irgendwie komisch, dass 2015 das ist echt random. Also ich meine, wenn man schon irgendwie technische Limitierungen und Restriktionen hat, dann kann man doch ruhig das Setting 20 Jahre nach hinten verlegen. Also ich meine, es macht jetzt auch keinen so großen Unterschied. Unsere Gesellschaft hat sich in der Zeit natürlich schon gewandelt, aber jetzt noch nicht so sehr, als dass man es im Spiel jetzt so krass merken würde. Und er ist ein Polizist, und kannst du nicht erzählen, dass ein Polizist nicht das Geld hat, sich einen normalen... Handyvertrag zu leisten, ja, also es ist halt... Oder eine 15-Euro Telefonkarte von der Tankstelle. Ja. Beim Versuch, den Verdächtigen vor seinem Wohnsitz zu stellen, öffnete dieser das Feuer und schoss mehrmals auf die Beamten, die sogleich das Feuer erwiderten. Nach Berichten der Polizei nahm der Verdächtige daraufhin ein 8-jähriges Mädchen als Geisel und zog sich mit dieser zurück in die Wohnung. Nach einigen Minuten gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen außer Gefecht zu setzen. Als diese die Wohnung betraten, war die Geisel bereits mit einem Schuss in die Magengegend tödlich verletzt worden. Da der Schuss aus nächster Nähe abgegeben wurde, nimmt die Polizei an, dass der Verdächtige die Geisel erschossen hatte, gleich nachdem er mit ihr in die Wohnung zurückging. Okay, interessant. Okay. Ob wir hier reingehen können? Ja. Ich kann ja nicht reingehen. Ich habe die Probe verloren und Kolb zweifelt jetzt schon an mir. Ich erledige das auf meine Weise. Okay, also hier ist auch direkt das Revier, ja. Was ich sehr komisch fand an dem Text, da sollte der Biohazard unbedingt nochmal über die Absätze drüber schauen. Ja, die Absätze sind auf jeden Fall komisch. Die waren ziemlich random. Man merkt bei dem Text natürlich auch einfach, dass es ein 2000er-Spiel ist. Also, ja. Man hat das bei den neueren Makern, kann man die Schrift schon wesentlich detaillierter schreiben. Oder gestalten, je nachdem. Und eine Presse schreibt eigentlich einen Text auch etwas anders, muss man sagen, als er dort... Ja, er hätte sich da auch einfach irgendwie einen Zeitungsartikel copy-pasten und den leicht umschreiben können. Genau, also das klang nicht nach einem Zeitungsartikel, muss ich sagen, sondern eher nach was ist passiert, was bisher geschah, so ungefähr. Previously on Alone, Cold Winter. Genau.
So, hier oben ist jetzt wieder das Rotichtviertel, genau. Also ich finde das halt schon sehr nah aneinander, natürlich klein. Ja, ja, genau. Die Polizeistation ist nur einen Block weiter. Es steht einfach nur ein Haus dazwischen, ne? Ja, ja, und das finde ich schon ein bisschen unrealistisch, muss ich sagen. Ich meine, klar, er kann jetzt die Stadt natürlich nicht. Er muss sie irgendwie ja begrenzen von der Größe. Ne? Ich schwöre, wenn der mich nicht reinlässt, dann gibt's richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Ja, Team Rocket bleibt leider diesem Spiel entfernt. Das wird bestimmt nichts. Das geht dich nichts an, nee. Ja. Gut, was soll man auch schon bei einem Dialog mit einem Besoffenen erwarten? Wir schauen einfach mal hier in das Freudenhaus. Ziemlich coole Musik, du kannst sie leider nicht hören. Ja. Ah, ich will eigentlich nicht mehr. Aber Simon lässt mich nicht aussteigen. Ich habe Angst vor ihm. Er gerät so leicht in Rage und es erzählt sich einfach jemand, der hier reinkommt, random. Ja, und wir haben ein weiteres Safe-Insert. Simon, den Namen habe ich noch nie gehört. Ist das Ihr Zuhälter? Ja, er kümmert sich um die Zimmer und sorgt für die zahlende Kundschaft. Er war so fürsorglich, als ich damals zu ihm kam, doch er hat sich verändert. Er schlägt uns und zwingt uns zu schlimmen Dingen, aber so krass scheint es nicht zu sein, dass ich das einfach jemandem hier erzähle. Tja, gut, dass ich Polizist bin. Das klingt hart. Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei? Er würde hinter Gitter landen. Und dann hätte ich wieder kein Geld. Ich habe ein Kind, das ich ernähren muss. Und sonst habe ich keine Chance. Naja, gut, es ist halt. Müssen halt Krimi-Klischees bedient werden, so ungefähr. Ja. Ne? Ich könnte mir diesen Simon vornehmen. Aber zerstöre ich damit vielleicht wirklich das Leben dieser Frau? Das ich finde diese Frau da hinten auf den. Da ist ja seltsam. Sieht aus wie was kleines, dickes, das da irgendwie. Das sieht wirklich komisch aus. Mit denen können wir auch überall nicht interagieren, nicht reden. Okay, mit welcher haben wir jetzt gesprochen? Mit der Blonden? Ja, nee, mit der dunkelhaarigen. Hey, hast du Interesse an ein wenig Unterhaltung und Entspannung? Klingt ansprechend. Was kostet mich der Spaß? Sprich mit Simon. Er gibt dir die Mädchen, solange du Bargeld bei dir hast. Ich glaube, wir haben aktuell irgendwie 30 oder 40 Euro. Aber ich kann ihn gerade nicht sehen. Vermutlich verprügelt er wieder einen der Schleimbeute, die nicht zahlen wollen. Also ich hoffe, wir sehen uns. Das ist auf jeden Fall, das muss man so sagen, ja, ihr süßen Typen, der verprügelt doch Leute, die kein Geld haben. Okay, dann gibt es ja natürlich noch eine asiatische Prostituierte. Ich habe meine letzte Nummer für heute schon gemacht. Sprich doch mit anderen Mädchen. Ich würde vorschlagen, ja, das werde ich vielleicht machen. Das haben wir doch schon gemacht. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal zu Simon. Da hinten gibt es schon einen bösen Türsteher. Ich muss jetzt nicht auf die Toilette, aber immerhin im Spiegel zu retten. Ja. Und auch hier, die Toilette wurde natürlich bekritzelt. Ja. Das ist Simons privater Bereich. Wenn Sie keine Geschäfte mit ihm zu erledigen haben, gehen Sie bitte. Wahrscheinlich müssen wir erst einen Quest freischalten. Simons privater Bereich, ja, wenn Sie keine... Genau, hallo, bitte lass mich ausreden. Alles bitte, hallo. Weißt du, das Schlimme ist, dass er nämlich an diesen komischen Film Existenz... den du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Ihm? Da geht es auch darum, dass man, also dass irgendwie so ein Mädel so eine Konsole entwickelt und die Konsole kann man in seinen Bioport stecken. Der Bioport ist so ein Teil in deinem Körper so ungefähr, also du kannst dann sozusagen selbst ein Handy an dir aufladen und so Quatsch kannst du halt machen. Ja. Ne? Und dann kannst du sozusagen dieses Spiel spielen und dann, das Spiel ist halt sozusagen wirklich wie so eine zweite Realität, ja. Das Problem ist halt nur, dass es immer noch ein Videospiel ist. Das heißt also, sie sind dann drin und alles fühlt sich real an und alles ist real. Nur sie quatschen halt mit irgendeinem NPC und sie sagen dem NPC dann irgendwas, worauf er sozusagen keinen Befehl hat, deswegen wiederholt er einfach seine Frage nochmal, ja. Genauso ist es hier ja auch. Ich meine, das ist halt eben das Problem, ne? Wenn wir zweimal mit demselben Typen reden und er hat kein Event, also kein Switch drin. Ja, aber es ist schon krass, mittlerweile so moderne Spiele, sei es so einen Elder Scrolls, da haben wir teilweise dann die Person so 8 Dialoge oder so. Ne? Ja, das finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Okay, genau, hier hinten waren wir auf jeden Fall schon mal. Und das alles vertont dann auch noch, wo ich mir denke, oh, das ist schon nicht schlecht, das ist echt Aufwand. Und dann wird sich dann beschwert, dass er so ein Spiel nur 80 Sprecher hat in der deutschen Variante, ne? Aber ich mir denke, nur 80, Nintendo hat nicht ein.
Eigentlich interessiert mich der Schuppen nicht, aber ich muss dringend mal wieder eine Braut abschleppen. Ja, wer kennt diese Probleme nicht? Aber da gibt's leider... Hätte ich sagen müssen, kann ich verstehen. Ja, leider keinerlei Reaktion von unserem Hero. Mhm. Können wir hier irgendwie reingehen oder wechseln wir da einfach nur? Nee, okay, das ist scheinbar nicht. Sah so aus wie eine Tür, aber es ist scheinbar kein... Ja, Mülleimer, du lässt mal die Mülleimer. Geh mal bitte genau um an die vorbei. Ich gehe da nicht mal genau dran vorbei. Das ist schwierig. Oh. Ach, hier, da haben wir doch das. Ah, das ist deiner. Dinner. Da gehen wir noch nicht rein, würde ich sagen. Da gehen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Ja. Das ist cool, die Litfaßsäule sieht schön aus. Mhm. Schade, dass wir uns die nicht anschauen können. Also, ich meine, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Idee. Ach ja, hier gibt es Ithnosport. Kein Ithnosport, sondern Ithnosport. Das ist witzig. Ja. Ich muss sagen, dass mir die Idee eigentlich sogar zusagt, dass man das Ganze in so eine Stadt reinpackt und dadurch sogar noch irgendwie so Rollenspielaspekte mit reinbringt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Hier ist wieder eine Mülltonne. Hier ist Pille. Ja. Ja. Genau, diese Straße führt in eine Sackgasse. Da wollen wir ja erstmal noch nicht rein. Mhm. Das Dinners heben wir uns auch auf. Schüttel nur wieder, geh mal kurz hoch. Ja. Schau mal, wie groß das Gebäude ist. Das ist ja ziemlich hoch. Also dafür ist dieses Pille da schon ziemlich klein, so im Verhältnis. Also wie groß das Gebäude ist. Man sieht das ja irgendwie auch kaum. Von hier unten wird man es ja gar nicht mehr sehen, so wie das ist. Eigentlich müsste man es von hier unten sehen. Genau, hier sind die alten Leute, die einfach nur im Kreis laufen können. Ja. Oh, hallo, junger Mann. Wir haben sicherlich gerade keine Zeit, oder? Das sind Quest-Rentner. Die geben uns einen Quest. Natürlich haben wir Zeit für einen Quest. Haben wir doch immer Zeit. Ja. Wirklich, wie freundlich von Ihnen. Wissen Sie, meine Frau hier hat ihre Brille während unseres Spaziergangs verloren. Spielen wir jetzt gerade Vampire Stone 2? Nein, ernsthaft, spielen wir jetzt gerade Vampire Stone 2? Ja. Soll das jetzt eine Anspielung darauf sein, oder? Ja. Das dachte ich mir auch gerade. Okay. Würden Sie uns helfen, danach zu suchen? Aber sicher doch. Ja. Wir haben als Polizist nichts anderes zu tun als... Ich finde es auf jeden Fall gerade ein bisschen schade. Vor allem, wir kriegen auch keinen Hinweis, wo sie sein könnte. Oder laufen die uns jetzt hinterher? Nee, okay. Gut, das sagt die schon. Hat sie vielleicht einen Hinweis? Nee. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich gerade keine Facecam da hatte, weil mein Gesichtsausdruck hätte man gerade sehen müssen. Das war halt wirklich so, what the fuck, Vampire's Dawn? Wir haben gerade ein C und A. Ein A und C, wenn ich bitten darf. Wir wollen hier noch keine Schleichwerbung machen. Es wurde halt wirklich nicht gesagt, wo sie lange nur einen Spaziergang haben. Das ist halt einfach nur, wir haben unsere Brille verloren. Irgendwo in dieser Stadt wirst du sie finden. Wahrscheinlich dann später, wenn wir in irgendeinem Club sind oder so. Wie zum Teufel ist die hergekommen? Ja, warum ist die eigentlich... Dann will ich aber gefälligst irgendeine Flashback sehen, wie die alten Leute von irgendeinem Rocker verprügelt werden. Der Rocker geht dann in den Club, verliert dort die Brille, bei der er gemerkt hat, dass sie zufälligerweise genau zu seiner Kurzsichtigkeit passt. Doch dann verliert er die Brille, weil sie ihm in die Toilette fällt. Und er will sie natürlich nicht wieder rausholen. Respektiere das Gesetz. Das muss irgendwie ein Witz sein, aber den verstehe ich nicht so wirklich. Das war gerade wieder, ich habe noch einen NPC, den ich filmen muss, die Apotheke. Die Apotheke sieht schön aus, ja, aber die hat wahrscheinlich keine Nachtschalter. Nein, ja. Selbstverständlich, so wie es sich... Sind das Gitter aber bei den Fenstern? Das sind Gitter, ja. Okay. Ja, der Handyladen? Guck mal, hier gibt's nicht Nokia, sondern hier gibt's Konia. Ja. Das ist witzig, das erinnert mich vor allem an diese alten Fußballspiele ohne Lizenzen. Ja, oh Gott, ja. Wie war das noch gleich mit dem Kürgen? Wie war das? Das war immer. Genau, war mega Kürgen Jeansmann oder sowas, ne? Irgendwie so ein Quatsch. Ja. Willkommen. Im Augenblick haben wir eine schwere Systemstörung. Da können wir keine Verträge abschließen. Das ist ziemlich schlecht für einen Laden. Momentan können wir nur Support und Beratung anbieten. Das ist besser als nichts. Aber scheinbar ist unser Held an. Nichts davon interessiert. Ich meine, wir haben ja auch keinen Vertrag, wir brauchen ja nur eine Prepaid-Karte. Ja, eben. Warum können wir jetzt eigentlich eine Prepaid-Karte kaufen im Handyladen? Unten ist wieder so ein Pseudo-Bulle. Respektier das Gesetz! Das war doch der, oder? Ja, das war der, genau. Angebot, VIP-Karten. Ah, hier gibt's ein Sonnenstudio. Ab 19 Euro. Sehr schön, ich hoffe, wir können uns jetzt bräunen. Das sieht aber irgendwie cool aus. Und ich meine, es ist auch einfach realistisch. Also. Ja. Willkommen! Möchten Sie das sonnige Programm oder eine Massage laden? Massierst du mich? Moment nicht laden. Im Moment nichts, danke. Schade. Bekommen nichts. Ein Getränkeautomat. Nee, Öle. Alles klar, ein Ölautomat.
Ist cool. Ich hoffe nur, dass diese ganzen Orte auch irgendwie noch eine Funktion haben. Mhm. Hier unten wow, das Gebäude links muss ja ist ja irgendwie riesig im Vergleich zu. Das ist komisch, ja. Wow. Das sind, ach, das ist wahrscheinlich ein Einkaufszentrum, oder? Also, soll alles ein A und C sein? Nee, also, das ist A und C. Und dann ist hier aber das Fuck You Maniac. Und hier ist Eis. Also es sieht für mich aus, es ist so ja, wie ein Einkaufszentrum gemeint, weil es muss hier irgendwo auch eingehen. Und auch das Gebäude hier, das ist auch riesig hier gerade, was hier gerade ist links. Die Gebäude sind alle riesig. So, was sagt er uns, wenn wir hier hingehen? Okay, gut. Der Hubschrauber ist über die Stadt geflogen. Falscher Screen. Wir gehen auf jeden Fall mal noch irgendwie einen Screen weiter. Waren wir hier schon drin? Im Orbil? Wahrscheinlich noch nicht. Nein, was ist denn das hier für einer? Also der uns nichts zu sagen hat. Das der, steckt, aber, der steckt im Gulli, oder? Der steckt im Gulli. Das ist aber schon der zweite, den wir sehen, der im Gulli steckt. Und das ist quasi hier die Begrenzung. Um neue Gebiete zu kommen, müssen wir in Gullis rein. Es gibt ja die Kanalisation. Also ich und meine, vor allen Dingen, da wollen wir ihm nicht helfen, aber so einem Rentner wollen wir helfen, die Brille zu finden. Ja, das ist ja auch ein Vampire's Dawn Esker Quest. Oho, Vag Ronalds. Ja. Der Fraß hat mir letztens schon den Magen umgedreht. Noch einmal gehe ich da nicht rein. Ich kann im Übrigen hören, wie du anfängst zu atmen, weil du gleich was sprechen willst. Ja, der aber gute... da bin ich auf jeden Fall schneller als du. Du bist nicht mehr Aiden. Hör auf, Aiden sein zu wollen, Steve. Ich hab dir doch gesagt, dieses Method Acting, das bringt dich zu nichts. Das denkst du die ganze Zeit, du bist der Protagonist. Kannst du dich erinnern, wo du sie vielleicht hingelegt hast? Achso, nee, sind das die beiden Renten? Nee. Das sind, ah ja. Das sind andere, okay. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Handtasche verloren habe. Da habe ich überall geschaut. Wo warst du denn überall, Schatz? Ich war bei A&C, der Sun Company, im Supermarkt. Es ist hoffnungslos. Wir gucken noch mal kurz in die Sun Company rein, weil das ist ja der einzige Laden, der gerade noch offen hat. Ja, und schauen wir mal da. Ansonsten würde ich den Part dann wahrscheinlich auch gleich beenden wollen. Also ich meine, die Stadt erstreckt sich hier einfach noch wesentlich weiter. Okay, das ist auch schon mal nicht. Und das ist aber jetzt keine Sidequest, so wie es aussieht, ne, offiziell. Weil wir haben ja jetzt nichts irgendwie gesagt bekommen. Genau, das war ja hier oben, oder war das? Ich glaube, das war hier oben. Aber hier ist, genau, hier ist A und C. Und hier oben ist ja dann... Die Sun Company, genau. Okay, das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Hier liegen ja immer irgendwie so Sachen rum, aber mit denen kann man irgendwie nicht so wirklich interagieren. Ja, was ist das da hinten? Nein, das ist einfach nur ein Busschild. Schauen wir bitte mal nochmal rein. Ich weiß, dass es mich erst jetzt getriggert wurde, weil wir die Quest aktiviert haben. Ja, nee. Ich suche nach einem verlorenen Gegenstand. Wurde dir was abgegeben? Vor allen Dingen, so sagt man, ich suche einen Gegenstand, okay? Ich fürchte nicht, aber schauen Sie ruhig um, Lan. Alles klar, dann werden wir uns ja umschauen, ne? Vielleicht hinten am Ölautomaten. Ja. Ah, da war doch gerade was. Hast du gesehen? Ich habe gerade gesehen, dass wir irgendwo prüfen kamen. Ach, hier hinten ist noch eine Tür. Nee, öffnen, ja, aber wir wollten hier gehen wieder runter, wir wollten ja prüfen. Das ist ja hier der Automat daneben. Ach so. Hätte ich dir ja auch gleich sagen können. Ah, okay. Okay, dann wird es heute ein bisschen länger, aber ich will mich hier jetzt auf jeden Fall noch umschauen und diesen komischen Raum. Ja, das macht man noch. Gucken, ob wir hier irgendwie glücklich werden oder... Ja. Abgesehen davon, dass ich die Tür gar nicht so wirklich wahrgenommen habe, als wir gerade eben hier drin waren. Ich aber auch nicht, muss ich sagen. Ich habe die nicht gesehen. Aber naja, gut, insgesamt ist es hier auf jeden Fall besser erkenntlich. Ich meine, man sieht ja auch an dem Spiel, dass man gar nicht so sehr mit dunklen Tönen um sich schmeißen muss, wenn man ein Horrorspiel machen will. Ja. Aber wir müssen ja auch noch keinen Horror haben. Bisher spielen wir einen Krimi. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Warum muss jeder direkt in diese Horrorrichtung gehen? Ich meine, man kann das auch spannende Kriminalfälle machen, ohne dass es halt irgendwie Mystery und so einen Scheiß gibt, oder? Das Problem ist ja, dass die meisten Horror-Games nur Horror-Games sein wollen, aber keine Horror-Games am Ende sind. Muss man ja immer knallhart sagen. Ja, na klar. So, ich behaupte knallhart, mindestens 90% der Maker Horror-Games sind keine Horror-Games. Wie viel? Mindestens 90% sind keine. Alles klar. Also, das... Ja... Also die meisten sollten eben wirklich den Begriff Horror nochmal so... Ich bin ja nochmal gespannt. Also bei Lonely wurde mir auf jeden Fall versprochen, dass wir hinterher eine Packung Windeln und Valium brauchen. Also ich kann es auch nur hoffen. Mhm. Das wird dann übrigens das nächste Projekt sein und das wird hoffentlich bald kommen. Ja. Was ich gerade ein bisschen hier. Ja, hier haben wir's. Nehmen. Eine Handtasche erhalten, sehr schön. Vor allen Dingen, das ist kein... Ist das jetzt eine offizielle Sidequest? Kannst du bitte mal nachschauen?
Weil irgendwie wurde uns das ja gerade nicht gesagt, ne? Ja. Aber womit wird denn das nicht gesagt? Dass man die Quest eingetragen wurde oder so? Ja, also zumindest sollte was aufploppen wie neue Sidequests erhalten. Also das muss doch so bei der alten Frau steht es ja auch da. Immerhin steht hier auch ein bisschen mehr da, nämlich das, was im Text nicht gesagt wurde, dass ihre Brille vielleicht dort irgendwo in der Nähe liegt. Das werden wir dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Part herausfinden. Ich will jetzt erstmal noch wissen, was es hier für eine Belohnung gibt. Bevor ich dann nochmal umständlich den ganzen Weg zurücklaufen muss, um dort zu speichern, aber das... Ja. Auch hier kann ich mich wieder gerade nur fragen, was haben wir jetzt für einen Vorteil, dass wir nicht frei speichern können? Ja, wir müssen den Part länger machen. Das ist der Sinn und Zweck von allem. Oder? Ja, ich bin ein sehr großer Kritiker von nicht freiem Speichern. Und ja, das bin ich auch, weil es einfach nur stressig ist und spielerunfreundlich. Genau. Oh mein Gott, das ist meine Handtasche, vielen Dank. Oho, guck mal, wir haben dieses... Fennec Fuchs. Genau, wir haben ein neues Achievement freigeschaltet. Ja, bitte nehmen Sie das, was haben wir jetzt bekommen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Haben jetzt Geld. Bitte nehmen Sie das. Das Achievement, oder was? Haben wir Geld bekommen? Ja, Geld. Nein, das ist meine Geldbörse, darin befinden sich 51 Euro. Ja, deswegen ja. Jetzt haben wir auf einmal 51 Euro. Hatten wir das nicht vorher schon? Hatten wir jetzt nochmal extra Geld? Ich weiß es nicht, ich werde es spätestens dann sehen, wenn wir das Video dann fertig bearbeitet haben. Ja. Ansonsten, ja, wir haben in dem Part tatsächlich viel erlebt, auch wenn bisher irgendwie noch wenig passiert ist. Also das ist natürlich immer so das Problem, was dieses Open-World-Zeug Mit sich bringt einfach das. Genau, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Man muss erstmal ein bisschen erkunden, die Welt kennenlernen und uns später besser orientieren können. Wir haben gerade 3 Anhaltspunkte, wo wir hingehen können. Einmal das Dinner, wie auch immer. Wir haben die Stelle mit der Holzkiste und wir haben noch den Gullideckel in den einen, wo wir rein können. Ja, das sind auf jeden Fall gerade eine ganze Menge Sachen, wo es weitergehen könnte und weitergehen wird. Ja. Und dann überschreiben wir einfach mal hier diese beiden obersten Spielstände, nur sicherheitshalber. Genau. Und dann, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ihr seid hoffentlich auch. Wir würden uns über den Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Und dann beim nächsten Mal gibt's mehr von Alone Cold Winter. Tschö.